Die Temperaturen klettern aktuell wirklich jeden Tag noch mal ein, zwei Grad nach oben. Und ich habe mir jetzt auch schon häufiger die Frage gestellt, Jan, möchtest du eigentlich Parfum tragen? Und wenn, was möchtest du eigentlich tragen? Und ich möchte dir heute mal 10 Düfte an die Hand geben, die ich aktuell wirklich bei diesen extrem hohen Temperaturen im Hochsommer empfehlen kann. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und der Sommer hat mich ehrlicherweise wirklich ein bisschen überrascht, wie schnell der doch kam. Denn vor ein paar Wochen war es noch relativ kühl, es ging irgendwie noch so ein bisschen und auf einmal haben wir jetzt fast 40 Grad. Das ging dann doch ein bisschen schneller und ich habe mich dann wirklich ein bisschen umgewöhnen müssen von meinen noch frühlingsartigen Düften irgendwie auf einmal zum Hochsommer, was ich da jetzt überhaupt noch tragen kann. Ich möchte deswegen jetzt sofort auch ins Video einsteigen mit dem 10. Duft und das ist der Pomelo Sorrento aus dem Hause Kriti. Kriti, das ist ja auf meinem Kanal eher selten vorgekommen. Ich habe ihn, glaube ich, schon mal ein, zwei Mal erwähnt. Pomelo Sorrento kam auch ehrlicherweise jetzt schon vor ein paar Jährchen raus. Ich habe auch nur eine Probe von dem hier. Was ich an diesem Duft eigentlich ziemlich cool finde, ist, dass er so eine bittere Grapefruit hat und es verbindet mit so einer gewissen Aquatik irgendwie. Er ist jetzt kein Imagination und ist auch gleichermaßen kein Light Blue Forever, der ja auch ein, ich sag mal schon eher bitterer Grapefruit-Duft ist. Aber er bringt so ein bisschen diese beiden Welten ganz gut zusammen zwischen Imagination und Light Blue Forever. Natürlich im Nischenbereich ziemlich außergewöhnlich irgendwo, ist halt ein besonderer Duft. Aber für mich ist es auf jeden Fall diese frische, herb-zitrische Aquatik irgendwo. Ist wirklich gut geeignet, er ist niemals zu viel und die Haltbarkeit ist für einen Sommerduft, der eben so frisch ist, auch okay. Ist vollkommen okay, würde ich sagen. Der nächste ist in der Haltbarkeit tatsächlich schon mehr als okay. Das ist nämlich der Acqua di Gio Profondo. Und hier muss ich wirklich sagen, für eben genau das, was er tun soll, ist der einfach ziemlich gut. Ich habe den die letzten Wochen immer wieder gerne getragen. Gerade so am Wochenende, wenn ich irgendwie nochmal rausgehe am Abend, ist das wirklich ein ziemlich guter Begleiter für mich. Und ich glaube auch für den Preispunkt, den man hier bezahlt, so etwa 60, 70 Euro, ist der wirklich zu empfehlen. Ist immer noch einer der guten Acqua di Gios. Und gerade neben dem Parfum muss der sich auch nicht verstecken. Der einfach durch diese sehr starke, orangige Frische einfach mich immer wieder begeistert und ich glaube deswegen auch von euch immer wieder geliebt ist, ist wirklich ein absolut toller Duft. Und das geht ebenfalls in meinen wunderbaren 8. Platz. Das ist nämlich der Eau d'Orange Vert aus dem Hause RMS. Und ich erwähne diesen Duft fast eigentlich nur exklusiv im Sommer, denn man muss wirklich sagen, der Duft hat keine so geile Haltbarkeit, ist eher auf der frischen Seite und ist eben, er kommt seinem Namen ziemlich gerecht, eigentlich ein gutes Eau de Cologne und eben nichts Schweres, was man wirklich eben stundenlang noch riecht. Aber dafür ist er wirklich perfekt geeignet. Das ist eben dieser perfekte frische Kick. Es gibt kaum Kopfnoten, die mich mehr begeistert haben. Du sprühst den auf und hast sofort gute Laune und das ist bei diesem Duft einfach wirklich gut gelungen und falls du einen Duft haben möchtest, den du einfach aufsprühst und diesen, ich sag mal, du kommst in den Raum rein und möchtest davor nochmal gut frisch riechen irgendwie, nimm dir das mit, das ist wirklich perfekt dafür, erwarte hiervon aber leider keine gute Haltbarkeit, obwohl die DNA wirklich zu empfehlen ist. Der nächste ist auch einer, den habe ich glaube ich auch erst ein paar Mal empfohlen, sehr selten, das ist nämlich der Petit Matin aus dem Hause MFK. MFK ist ja eher für seine großen Banger bekannt, also von Baccarat Rouge über den Amiris Homme, über auch den Grand Soir, die alle eine super starke Haltbarkeit, super intensiv, sondern einfach wirklich, du kommst in den Raum und riechst diese Düfte auf einen Kilometer. Das ist bei dem Petit Matin ein bisschen anders. Das ist, ich sag mal, das Pendant, sage ich mal, zum Grand Soir. Nicht der große Abend, sondern der frühe kleine Morgen. Kleine Morgen ist auch so doof gesagt, aber der frühe Morgen. Und das ist ein wunderschöner, leichter, zitrischer Duft, der eine leichte Puderigkeit mit drin hat. Und ich habe diesen Duft auch schon ein paar Mal getragen mittlerweile und muss einfach sagen, er ist unkompliziert. Er ist natürlich für das, was er tut, schon relativ gut gepreist. Also ich glaube, 75 ml, so 150 Euro oder sowas, ist jetzt kein Schnapper, gar kein Thema. Aber über ihn wird selten gesprochen und ich finde zu Unrecht, denn es ist einfach ein schöner, frischer Duft. Und falls du mal irgendwann die Chance hast, MFK-Düfte wirklich live anzutesten, nimm dir auf jeden Fall den Petit Matin in die Hand. Das ist für mich auf jeden Fall einer der guten von MFK. Und einer der guten ist auch eine ziemlich gute Überleitung zu dem nächsten Duft. Das ist nämlich der Neroli Sauvage aus dem Hause Creed. Ebenfalls, ich glaube, das ist der Creed, den die wenigsten in der Sammlung haben, den die wenigsten auch überhaupt nur kennen. Ein Sommerduft, der extrem unterm Radar schwebt, denn er ist natürlich, es steht drauf, Neroli-Duft. Und Neroli ist nicht für alle was, ist für mich manchmal auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich muss aber wirklich sagen, dass das einer der guten Neroli-Düfte ist. Man kann ihn eigentlich kaum wirklich zu dem Preis empfehlen, 200, ich glaube, die haben die Preise ja erhöht, 265 Euro, ne? Das ist schon pikant, das muss man ganz ehrlich sagen, das ist schon ziemlich pikant. Aber man muss wirklich sagen, ist es ein schöner, leichter, zitrischer Neroli-Duft und ich glaube, für alle wirklichen Neroli-Liebhaber ist das hier ein absolutes Must-Have und er ist halt einfach unkompliziert, frisch, sommerlich und ich verstehe, warum über ihn so selten gesprochen wird. Ich möchte aber trotzdem nochmal erwähnen, dass es per se kein schlechter Duft ist und dass man hier auch, ich sag mal, das bekommt, was man bezahlt. Es ist ein gut haltbarer Neroli-Duft, der eben seinem Namen eigentlich ziemlich gerecht wird. Der nächste, das ist ein Duft, den ich tatsächlich auch eigentlich immer wieder empfehlen kann, diesen Sommer auch schon ein paar Mal empfohlen habe. Das ist nämlich der Louis Vuitton Pacific Chill. Ich finde diese Fruchtigkeit, die da mit drin ist, diese Explosion irgendwie an
an Kopfnote. Das ist einfach wunderschön und das ist, glaube ich, auch die Lieblingskopfnote von mir 2023 gewesen. Ich habe diesen Duft gerochen und dachte mir, yo, ich brauche hiervon ein Flakon. Es ist mittlerweile leider noch nicht eingezogen, das Flakon. Ich beobachte Parfumo aber ziemlich genau, falls mal jemand ein Restflakon davon reinstellt, denn es ist einfach ein schöner, unkomplizierter Duft. Er ist eher auf so einer Unisex-Ebene, das heißt, er ist jetzt nicht das, was viele von Louis Vuitton, die irgendwie so Ombre Nomade oder auch die Imagination kennen würden. Er ist relativ gut in der Mitte, fruchtig für alle, eigentlich geeignet, alterslos, Geschlecht, auch ziemlich zeitlos, also ist wirklich einfach was für immer und ich würde wirklich sagen, für den Hochsommer wirklich einer der besten Düfte, falls man eben diese fruchtigen Düfte wirklich sehr mag. Der nächste ist tatsächlich gar nicht fruchtig, sondern dafür einfach viel frischer. Das ist nämlich der Eau Fraîche, der Menu Fresh von Versace. Und hier muss man wirklich sagen, dass dieser Duft auch selten erwähnt wird, zu Unrecht eigentlich. Wir haben hier einen ganz besonderen Player mit drin, das ist nämlich die Sternfrucht. Und das macht diesen Duft irgendwie besonders. Er ist eigentlich ziemlich simpel, ziemlich leicht, so ein bisschen pfeffrig, so ein bisschen von allem irgendwie, ein bisschen holzig und so. Aber er hat diesen gewissen Twist mit drin. Er hat so eine, ich sprühe mir das einfach mal ganz, ganz schnell auf. Er hat so diese einzigartige Note irgendwie, die da mit drin ist, die kein anderes Parfum hat. Man muss auch sagen, Sternfrucht habe ich davon noch nie irgendwo gerochen. Und es ist einfach so ein guter Laune-Duft. Irgendwie ist es so eine gute Laune-Sache und ich finde einfach, dass man den Duft immer wieder empfehlen kann und auch die Preise hiervon sind extrem niedrig. Ich glaube, 100 ml hiervon bekommst du für unter 50 Euro. Ich glaube, 44 Euro oder sowas. Schwankt ja mal ein bisschen, da guckt ihr lieber live nach. Aber es ist wirklich eine absolute Granate, dieser Duft. Und das trifft ebenfalls auf meinen dritten Platz zu. Das ist nämlich der Terre de Mes Eau Gervée, natürlich aus dem Hause Hermès. Und den Duft habe ich ganz lange übersehen. Ich habe schon mal die Story erzählt, dass ich mir jetzt vor ein paar Tagen im Douglas war und nicht so recht wusste, ah, was testest du mal? Nimm dir mal irgendwie das oder das oder das. Und dann habe ich diesen Duft gesehen. Und ich dachte, komm Jan, der ist ja neu irgendwie, du magst Terre de Mes. Teste den einfach mal. Und ihr glaubt es nicht, ich habe den getestet und ich glaube keine 3 Tage später mir genau diesen Duft gekauft. Und ja, was soll ich sagen? Ich liebe den einfach. Ist eine sommerliche, schöne, herbe DNA. Falls du Terre de Mes magst, ist es hier ein Blindkauf. Wirklich sofort ein Blindkauf. Falls du herbe, zitrische Düfte magst, die eine gewisse, ich sag mal, konservative Note mit drin haben, ich glaube, dann ist das das Richtige für dich. Wenn dir diese ganzen, ich sag mal, sowas hier zu jugendlich, zu frisch, zu aquatisch ist, ist das hier, glaube ich, genau das Richtige. Ist wirklich eine absolute Empfehlung. Auf jeden Fall aber testenswert. Teste den, falls du den mal sehen kannst. Ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Und der nächste, den gibt es leider sehr selten zu testen, ist aber für mich immer noch eine absolute Empfehlung. Das ist nämlich der Under the Lemon Trees aus dem Hause Replica Maison Margiela. Und hier muss man wirklich sagen, dass das genau eine Replikation ist von dem, was man hier erwarten würde. Nämlich eine perfekte Zitrusfrucht, die eigentlich gerade über einem hängt und runterfällt. Und ich habe persönlich irgendwie, wenn ich an diesen Duft denke, wenn ich mir den aufsprühe, irgendwie so einen Gedanken irgendwie an, du sitzt in Italien an so einer Klippe irgendwie auf so einer Bank, guckst dir das Meer an, eben zwischen diesen ganzen Büschen, du hast überall so ein bisschen Flora und Fauna und das ist dieses Kopfkino irgendwie, das Düfte auslösen können und ich glaube, das sind die besten Düfte, die das irgendwie schaffen, dass man in eine gewisse Welt entführt wird, dass sie jetzt ein bisschen, als wäre ich ein Philosoph und würde euch irgendwas erzählen, aber naja, es ist einfach ein schöner Duft, der einen einfach zum Träumen einlädt und gleichermaßen trotzdem unkompliziert und alterstauglich ist. Ist er ein Must-Have, ist er ein Blindkauf, würde ich nicht sagen, ist sehr testenswert, auf jeden Fall ebenfalls wie die anderen Düfte heute, wirklich ein sehr schöner Duft. Und einen ganz besonderen Schwerpunkt möchte ich heute auf meinen ersten Platz setzen, denn dieser Duft wird viel zu selten erwähnt, viele wissen gar nicht, dass er existiert. Das ist nämlich der Valentino Omo in der EDT-Variante. Viele kennen das Intense, viele kennen jetzt auch die verschiedenen anderen Roma-Flanker und sowas und sind begeistert von diesen Düften, weil das sind einfach wunderschöne, puderige Düfte, die einfach toll im Alltag tragbar sind. Gerade aber, wenn wir in die 30 Grad gehen, muss man einfach sagen, dass es zu viel ist. Genau diese Iris, dieses holzig-puderige irgendwie, das ist irgendwo auch einfach too much. Und da kommt genau dieser Omo EDT ins Spiel, denn hier haben wir einfach einen Duft, der auf der einen Seite diese puderige, holzige Basis nicht negiert, auf jeden Fall mit drin hat, aber auf der anderen Seite einfach eine wunderschöne Leichtigkeit mitbringt, eine wunderschöne Kopfnote. Und falls du den Omo liebst, falls du den auch hast und sagst, ich würde den gerne auch im Sommer tragen, es geht aber einfach nicht, kauf dir den. Und ich kann wirklich einfach nur sagen, falls du den irgendwo siehst, teste den 100%, also den musst du testen. Ich war wirklich irritiert, als ich gesehen habe, dass den auf Parfumo damals, ich glaube, 20 Leute hatten oder sowas. Und ich dachte so, wie kann das denn sein, dass so ein Duft so unbekannt ist? Ja, ich rede hier wieder, als werde ich von dem bezahlt, ne? Aber ich finde den wirklich, wirklich gut und kann den wirklich nur nicht empfehlen, falls du diese Valentino-Reihe wirklich magst. Auch falls du Dior Intense magst oder zum Beispiel auch, vor kurzem auch schon mal empfohlen, den Narciso Rodriguez Pleu Noir Parfum. Alles diese puderigen, intensiven Iris-Düfte mit dieser Holzigkeit mit drin. Falls du die magst, aber die dir einfach viel zu schwer sind im Sommer, kauf dir auf jeden Fall diesen Duft. Echt zu empfehlen. Ja, das waren so meine Top 10 für hohe Temperaturen. Alle wirklich gut tragbar. Und auch ich habe natürlich einige von diesen Düften die letzten Wochen getragen. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, was du von dem Video denkst, was du von den Vorschlägen denkst.
denkst. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Like gerne das Video, falls es dir gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.